herzlich willkommen, liebe Manaflos-Community, heute beim nächsten Adventskalender-Türchen. Wir nähern uns der Weihnachtszeit mit großen Schritten, auch wenn es aktuell noch hier bei mir ungefähr 12 Grad draußen ist und ich eher denke, lol, WTF, ist ja fast wie Sommer hier dieses Jahr. Versuchen wir euch jetzt die Zeit bis kurz vor Weihnachten noch zu überbrücken, und zwar haben wir heute was Tolles für euch. Als erstes haben wir ein super geiles Video, eins meiner All-Time-Favorites. Und das zweite haben wir für euch den versprochenen zweiten Teil, den ihr im Adventskalender-Tag Nummer 3 sehen könnt aktuell. Und zwar verkaufe ich 3 Gegenstände. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Hell, it's about time. So, ich habe heute als Video für euch mitgebracht Folgendes. World of Rogue-Craft Nummer 3. Ja? Ich habe mir A, den Arsch abgelacht, B, spiel ich selbst Schurke, und C, habe ich eigentlich auch damals zu der Zeit auch ziemlich rumgeheult. Und zwar waren Warriors einfach overpowered. Ja? Der 4 war einfach zu krass. Und überhaupt und sowieso waren Warriors wirklich Schurken in Platte. So, das gibt es übrigens auch in dem Video zu sehen. Schaut es an, eins der geilsten World of Warcraft Videos, die ich kenne. Und ja, was sagst du dazu, Schmecher? So, lieber Jens, heute bist du dran. Dein Arsch gehört mir. Denn auch heute muss Jens wieder etwas für die Community tun. Heute ist es Teil 2 unserer TV-Show-Serie. Heute muss Jens 3 super tolle, krasse Gegenstände verkaufen. Und zwar euch. Und das Ganze so, dass ihr es auch kaufen möchtet. Ich habe das geschafft. Die Leute sind ausgeflippt. Jens, mal gucken, ob du es auch hinkriegst. Soll ich anfangen? Herzlich willkommen an alle! Warte, es kommt... Du raffst ja gar nichts! Oh, warte, ich muss da noch einen Take nehmen. Ja, was weiß ich, wenn du fertig bist, Spaß. Ja, das Alter. Kommt. Da hast du das Video nicht geguckt heute. Guck ich mir unsere Videos an? Jetzt hab ich wieder gedrückt! Zurück! Das darf nicht groß sein. Oh, Scheiße. Teleshopping mit Kerak! Hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir wieder was ganz Tolles für Sie, und zwar diesmal müssen Sie meine wunderbaren Gegenstände kaufen, die ihr auf jeden Fall haben wollt. Und zwar als erstes habe ich dieses wunderbare, von mir benutzte Nasenspray. Wenn Ihre Flüssigkeiten in der Nase zunehmend wachsen und Sie raus müssen, benutze ich dieses Nasenspray einmal, zweimal in die Nase. Zieht's hoch und schon ist die Nase wieder frei. Was sagst du dazu, Smasher? Das ist total verrückt. Nein! Doch! Ist wirklich? Es. Ich bin total verrückt, du bist total verrückt, wir sind alle ein bisschen total verrückt. Des Weiteren habe ich ein wunderbares Präsent, das sie ihrem Kind geben können. Und zwar... ein Laserschwert! Nein! Das ist die Hit auf jeder Party-Smasher! Das ist total schön! Und zwar, man kann mit alles machen, man kann sagen... ich bin dein Vater, hahaha! Des Weiteren kann man dir noch andere sagen, man kann sich die Arme abschneiden... man kann sich die Beine abschneiden oder man kann notfalls damit einen Crackler beschmieren. Mmh, das schmeckt viel besser. Willst du auch so ein Laserschwert kaufen? Ich möchte es sofort kaufen. Natürlich möchtest du das, denn du bist ein Penner. Du bist ein Konsumpenner. Des Weiteren habe ich noch ein wunderbares anderes Präsent für sie, und zwar diese wunderbare Wand. Sie besteht aus Razer, Mana Flask und wunderbaren Trollfacen. Wir haben dort einmal den, ich weiß nicht, wie heißt der verdammt nochmal? Megusta, ja, Megusta ist da runter. Der Trollolo, der Trollolo-Smiley, dann Megusta. Fuck yeah, lol, challenge accepted. Serious, der lol, Roffel-Smiley, der OMG und der Fu-Smiley. Ihr könnt diese Wand erwerben. Einfach 1000 Euro an mein Konto überweisen, dass ich jetzt hier unten einblenden werde. Nein, das ist total verrückt.
Willst du auch so eine Wand haben, Smasher? Ja, denn es ist mein Konto, was da steht. Also, dann wisst ihr jetzt, wo ihr eure russischen Geldeintreiber hinschicken müsst. Vielen Dank, kauft meinen Artikel. Bis dann. Des Weiteren würden wir gerne wissen, welche Items ihr lieber... Items? Hahaha, World of Warcraft. Items ihr lieber kaufen wollt. Meine? Oder Smashers? Nein.